Herzlich willkommen zurück bei der epischen Folge von Let's Play Minecraft mit Mr. Cuttafi. Und Lily Oriana. Und einer Spinne offensichtlich. Wir haben unseren ersten Diamanten gefunden und werden ihn jetzt gemeinsam abbauen. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1 und los! Yeah! Yay! Und es war wirklich nur einer, oh Gott. Wobei, da sollte man immer noch mal gucken. Diamanten verstecken sich gerne noch hinter Blöcken. Zum da Beispiel gucke ich doch wie gerne nach. Ja, oder Redstone. Das ging jetzt schnell. Gute Reaktion. Noch mehr. Ja. Ach, das ist ja auch unschlau. Ach, ist egal, wir haben genug Redstone. Ja. Und Mann, hier sind keine weiteren Diamanten. Schade. Das ist wirklich schade. Ich habe keine Waffe mehr. Voll gesucht ich's gerade. Ja. Genau, das wollte ich nämlich machen in dieser Aufnahme. Ach, komm her. Ich wollte dir mein zweites Schwert überlassen. Ah, stimmt, danke schön. Ist noch fast ganz heil. Und ich wollte dir diesen einen wertvollen Diamanten überlassen. Huch, falsch Taste. Weil ich öfter in der Lava sterbe als du. Ja, das wäre sehr schade, wenn der weg wäre. Diamond. Ich habe ein Achievement dafür bekommen. Jetzt kann ich sterben. Ich habe keins bekommen. Menno. Hattest du es schon? Das kann sein. Ja, ständig jetzt. Jetzt bin ich natürlich oh nervös. Jetzt habe ich mich erschrocken. Was denn? Erst wurde mir hier ein Stein angezeigt. Ich wollte gerade reinspringen. Auf einmal ploppt die Lava auf. Oh, gut, dass ich dir den Diamanten gegeben habe. Jetzt ist auch ja egal. Na erst habe ich ja sowieso fast alles abgeladen. Naja, ein bisschen Eisen habe ich noch. Möchte noch ganz, ganz kurz hier hinten reinschauen. Ja, okay. Einfach nur, weil wir ja schon hier unten sind. Und da kommt noch ein Creeper entgegengescheißert. Oh. Weg. Uahaha. So. Aber hier ist auch nichts mehr außer Eisen und Eisen ist besser als nichts. Und Redstone. Und hier ist auch Ende. Ach so, gut dann. Lava? Oh, ja. Lava. Leider Lava. Ach, ist das ätzend. Das schöne die Eisen können wir auch zubauen. Komm hier, Eisen. Ich hoffe, ich hab's noch bekommen. Da oben! Da kommen die alle her. Komm her, du Kürbismann. Oh. Hier kommt Dreckwasser bei mir raus. Es ist nicht blau. Es ist braun. Ah, dann sind wir hier im über dem Dschungelbiom. Krass. Unter dem Dschungelbiom. Wow. Wo kommst du denn her, mein Freund? Oh, da sind ganz, ganz viele. Hinter dir ist auch noch einer. Ich glaube, es hackt. Ja, ich glaube, wir sollten raus. Auch gerade so hinter dir. Oh. Ich wollte eigentlich. Da kommt noch einer. Die Kohle holen. Na, dann hol mal. Hier ist nämlich gerade Party genau angesagt. Ich hol die Kohle, du beschützt mich. Das ist der Plan. Guck mal ganz kurz. Oh, jetzt geht er mal hoch hier. Na, noch einer. Alter, hier ist echt Zombie-Party. Hinter mir ist auch ja, noch einer. Vernichte sie mal in Ruhe. Ich habe noch Eisen gefunden. Ich habe hier noch ganz viel Lapis Lazuli. Okay, ja, nimm alles mit. Ausgeleuchtet? Ja, ich leuchte erstmal aus, damit ich hier. Ja, natürlich. Sein. Da kommt nämlich schon wieder einer. Wo kommt ihr denn alle her, Leute? Ihr habt doch. Vielleicht ist da ein kein Zombie Zuhause. Schon so dran gedacht. Naja, gut, aber. Ja. Es würde auffallen. Oh, hier tröpfelt es auch durch. Oder doch nicht mehr? Gerade hat es getröpfelt. Hm. Mann, 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 Leute. Kauft euch ein Zuhause. Das ist ja ein Zuhause, wo wir hier eindringen. Eigentlich. Naja, wobei, draußen sind sie ja auch auf der freien Wiese, also von daher. Die sehen oh alles Gott als ihr Zuhause an. Oh. Die Höhle mit noch einem Zombie. Schön. Ja, haha, das hast du dir so gedacht, Jungs. Es ne? ist ein kopfloser Zombie bei mir gewesen. Da ist eine Spinne übrigens. Oh, eine Neon. Und da ist ein Dungeon. Na, siehst du, geht. Also ein Spawner. Wenn man lang genug sucht. Ja, davon ging ich auch aus, irgendwie, weil so viele Zombies, das war zu auffällig. Ich wollte es auch gerade machen. Oh, krass. Durchlöcherter. Oh Gott. Die ganzen Zombies sind hier schon runtergefallen. Ich habe hier ein Enchantment-Book gefunden. Ich habe ein verzaubertes Buch. Ist das das gleiche? Verbrennen ja. Zwar. Ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Auch nicht, das muss ich sagen. Ich kenne mich. Also, Enchantment-Books kenne ich noch gar nicht.
Ja, ich hab's jetzt einfach auch mal alles mitgenommen. Nein, 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 nein. Warum passiert mir das immer? Gut, dass es nur Zombies sind, aber... Scheiße, 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 scheiße. Ich sollte meine Augen besser offen halten. Ja. Ich wollte doch nur die Kiste abbauen. Lebst du noch? Also ja, ich sehe, dass du noch lebst, aber... Ich lebe, mein... Regenerieren die Herzen? Ja, sie regenerieren. Ich, lass sie auch mal kurz sich erholen. Boah, unfassbar. Naja, kann man das hier unten ein bisschen erkunden. Hier wollen wir. Das war natürlich nicht der Plan. Oh, wieso haben wir denn so viel übersehen hier? Keine Ahnung. Ist ja schon wieder frech von uns. Aber, ganz ehrlich, ich gehe hier nicht weg, ohne die, Stones da oben. Ohne die, die Mossy Stones. Achso, ja, kannst du dir noch holen. Ich hab Zeit. Ja, kannst du vielleicht mitkommen? Hier ist Party angesagt. Anscheinend. Ich wollte eigentlich nur in Ruhe Eisen abbauen, aber du musst dich ja wieder mit allen anlegen. Ja, wo also ganz ehrlich. Na, hier oben, bei den Mossy Stones. Achso. Geht das? Ich würde mir echt gerne das Eisen noch holen. Ja, dann hol dir das Eisen, wenn... Aber wenn es nicht geht, dann komme ich. Auch mal eine Eisenhacke dafür. Geht schneller. Jupp, das stimmt. Hier kamen ja gerade schon zwei Creeper entgegen gleichzeitig. Oh Gott. So. Hier könnte noch eine Fackel hin. Du hast Gold übersehen. Unfassbar. Mossy Stones. Ja, ich weiß, dass dir die wichtiger sind. Ja, aber Gold. Wenn schon kein Diamant gibt. Obwohl Gold eh voll langweilig ist, aber was soll's. Ja, ich verstehe auch, das verstehe ich nicht, wieso sie, warum Mojang oder... Oh, Creeper! Mist. Oh, 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 oh ja, ich renne auch noch genau rein. Intelligent von mir. Ah, der stand plötzlich genau hinter mir. Ja, es kann passieren. Böser Mensch. Irgendwas. Soll ich sagen? Dass Mojang die eingebaut hat? Die Gold. Ach, genau. Ah, 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 Zombie. Mit Brille. Harry Potter oder was hier? Geh weg, Harry Potter. Der hat wieder einen Kürbiskopf bei mir gehabt. Unfassbar. Ah. Ja, keine Ahnung. Aber kann man sich eine Goldrüstung machen oder was kann man mit Gold machen? Ja, genau. Man kann sich eine Goldrüstung machen, aber die ist völlig für ein Poppes. Ach, schön. Schlimmer als Eisenrüstung? Ja, sie hält mehr... Also sie schützt besser, aber hat eine Haltbarkeit von einem Stück Brot. Ach, toll. So, naja. Vielleicht kann man ja auch mit NPCs handeln. Vielleicht. Genau, das wollte ich nämlich eigentlich sagen. Gut, dass du mich gerade drauf anmerkst. Warum sie, ich okay. Verstehe nicht, wieso sie das gemacht haben, dass das Handeln mit NPCs über diesen neuen Block geht, über dieses Emerald und nicht über Gold. Ach so, ja. Davon haben wir nämlich auch nicht so viel gefunden. Also Smaragd und so. Ja, aber es ist halt... Ich habe einen Teil verloren, glaube ich auch. Wenn sie schon Gold haben, warum dann nochmal einen extra Edelstein nur dafür? Das stimmt. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es auch bald noch Rubine und so. Obwohl, dafür hat man ja eigentlich das Redstone. Das leuchtet ja genauso. Mist, ich habe dich wiedergefunden. Gut. Ich dachte, dass wir hier eigentlich schon mal waren, weil hier alles ausgeleuchtet ist. Ja, eigentlich sind wir es dann auch gewesen. Rein theoretisch, aber schon wieder eine Sackgasse, ne? Ja, deswegen. Wir werden nie wieder nach Hause finden. Ach toll, so schon mal gar nicht. Diamanten, ich werde natürlich nach Hause finden. Hier ist noch... Erstmal die Base wieder finden. Mann, das ist doch ätzend hier. Was gebaut? Jemand mit Sinn für Humor. Und jetzt habe ich dich wirklich aus den Augen verloren. Nee, da bist du. Dunkel hier. Oh, dunkel. Ich mache eine Fackel und sehe erstmal Rohstoffe. Die hätte ich vorher nicht gesehen. Was blubbert hier schon wieder so? Lava unten drunter. Naja gut, ich buddel gerade oben. Und das ist, glaube ich, auch die Lava da hinten. Jetzt ist es bei mir doch wieder da hinten hellblau, wo die Höhle ganz weit weg ist. Ja, stimmt, bei mir auch, dann wird's schwarz. Ja, stimmt, krass. Komisch. Gut. Hier waren wir noch in Vorsicht. Überhaupt? Ganz viel Lava. Ja, ich passe ja auf. Jemand schritt weg? Sagte sie und starb in der Lava, ja. Das passt immer zu mir.
Yeah. Zisch. Du sorgst ein bisschen für Dunkelheit. Oh, Eisen. Dunkelheit. Da unten ist nur Kohle. Boah, wir haben so viel Eisen. Das ist richtig cool. Wie können wir hier schon mal gewesen sein? Ich meine... Ja, vor allen Dingen müssen wir auch die ganzen Rohstoffe aus der Kiste mitnehmen, so nach und nach, und nach Hause bringen. Ja. Und zwar sicher. Und nach Hause finden wird ja eh noch lustig. Ja, ja gut, wenn wir die... Keine Ahnung. Nicht mal, wenn ich die Base finde, weiß ich es auch nicht. Doch, dann würde ich es wissen. Oh, jetzt gehen wir aus da unten. Die war ja recht am Anfang eigentlich. Aus. Ich nehme mich langsam auch alles aus, was irgendwie Rohstoff heißt. Ah, ich kann es verstehen. Werkzeug meine ich. Ja, ich ging davon aus. Ich habe auch Werkzeug gehört, obwohl du es nicht gesagt hast. Schön. Wir verstehen uns super, würde ich sagen. Ja. Ja. Okay. Ja, dann suchen wir mal einen Weg nach draußen, ne? Ach ja, hier waren wir. Hier hast du mir die Rechte gegeben. Oh Gott, stimmt. Das hätte ich aber nicht mehr erkannt. Jetzt müssen wir hier lang. Ach, hier oben lang. Ach ja, ich weiß, ich bin hier genau im Bild, wo wir sind. Hier vermischt sich schon wieder Scheiße mit Wasser. Hier hoch müssen wir. Wenn du das sagst. Ja, ja, ich habe genau einen Plan. Ich habe genau einen Plan. Das sagst du immer. Uhr. Pilze? Lass mal einen stehen, mindestens. Okay. Damit der neu wachsen kann. Also weiter wachsen kann. Yep, ich habe einen leben lassen. Hier ist noch Eisen, das wir vergessen haben. Stimmt. Und Dunkelheit, die wir vergessen haben. Ach, zum Abbauen. Und Creeper, den wir vergessen haben. Und Gold, was wir vergessen haben. Das kam jetzt wieder nett. Ich renne immer nur weg. Der sieht geil aus bei mir. Er hat ein bisschen was von vergammelten Pilz bei mir. Meiner sieht aus wie einfach so ein Sandmonster. Du hast Gold übersehen. Ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ich bin hier einfach durchgelaufen, um mal alles auszuleuchten. Für den Fall, dass das nämlich, wie es auch ist, eine Sackgasse ist. Naja, besser ist es auch, sonst kommen wir ja nie raus. Genau. Boah, ist hier viel Kohle. Ja, ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir eigentlich diese Folge rausgehen wollten. Eigentlich ja. Was lacht das schon wieder? Vielleicht schaffen wir es ja noch. Gucken das wir ist mal. Minecraft. Minecraft ist echt eine Sucht, die Seuche. Jupp. Und ich bin ja eh so ein Höhlenjunkie. Ich habe auch keinen zu essen mehr. Ich habe noch 10 Fleisch zur Not. Ja, wir wollen ja jetzt raus. Ja, ich meine nur, falls du auf dem Weg nach draußen stirbst, halt. Ach doch, was? Dem bringt auch nichts mehr. Gib mir aber noch ein Stück Fleisch, das ist eine gute Idee. Oh, ich habe noch Brot. Kannst auch 3 Stücke haben. Brot, lecker Brot. Ach, da sollte ich selber mal was essen, fällt mir gerade auf. Ich habe nichts mehr sonst, aber ich kann mir ein Brot nicht machen, weil ich kein Crafting Table habe. Okay. Hätten wir ein Skelett? Ja. Vorsicht. Wo denn? Oh. Rüstung. Ich möchte dich auch mal töten. Wirfst du vielleicht eine Rüstung ab? Nein. Der schade. Wirft nicht mal einen Bogen für mich ab. Miststück. Und jetzt vielleicht hier hoch. Irgendwie hoch, ja. Und da lang. Ob du wirklich einen Plan hast? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich auch nicht. Ich merke das. Also offiziell habe ich einen Plan. Inoffiziell habe ich gerade die Höhle gefunden. Ich habe unseren Dungeon, unsere Hütte gefunden. Sehr gut. War direkt hinter uns. Ja, komm, wir müssen das auch übersichtlicher und schöner noch ausbauen dann. Ja, sehr gut. Diesmal kamen wir von der Seite ran. Ah, okay. Ja, wir müssen aber immer noch rausfinden. Das wird ja auch noch witzig. Oh Gott, haben wir viel Mist hier. Oh ja. Das müssen wir echt so nach und nach holen dann. Also die wichtigen Sachen mitnehmen. Zum Beispiel ein Erde nehme ich nicht mit. Gravel nehme ich auch nicht mit. Das lohnt sich nicht so. Hier passt noch ein bisschen was. Den Diamant braucht auch keine Sau. Was? Diamant! Gut, mit dem einen können wir eh noch nicht so viel anfangen. Leider kann man ihn ja nicht züchten.
Ja. Yeah. Das wäre richtig so. Cool. Ja, Kristalle züchten und so. Stimmt. Okay, das nehme ich noch mit. Und hier lassen und das. Ich klicke mal alles an. Das wird sich dann schon zusammentun. Okay, mehr passt bei mir jetzt absolut nicht. Pilze würde ich noch gerne mitnehmen. Ich habe einen roten. Ja, die anderen passen nicht mehr. Okay, dann können wir ja. Dann können wir uns ja wieder hinausbegeben. Dann können wir ja jetzt sterben, ne? Genau, jetzt in der Lava versinken. Oh Gott, ich kenne mein Talent. Gut, ich habe noch Fleisch, ich habe gegessen, mir geht's relativ gut. Naja, obwohl meine Herzen laden sich gerade nicht auf. Ach, was soll der Geiz? Ich esse mal noch ein Fleisch. So, Hauptsache volle Herzen dann. Ja, das ist mir übrigens, als ich unsere Folgen mal angeschaut habe, ist mir das nicht mal einmal aufgefallen, als du nur irgendwie anderthalb Herzen hattest. Hast du was gegessen, aber so, dass du noch nicht komplett voll gegessen warst und hast nicht geheilt. Und ich saß die ganze Zeit da und habe am liebsten meinen Monitor angeschrien mit von wegen, ist da auch noch ein verdammtes Steak, Lilly. Das Ding ist, ich bin geizig und sehr sparsam mit den Lebensmitteln. Ja, und ich möchte nicht dann immer noch anderthalb Herzen auffüllen, Toastbrote. Das ist kein Problem, der füllt weiter auf, als da steht. Das steckt nach oben hin. Ach so, deswegen hält es dann einfach länger. Genau. Deswegen hält es manchmal so lange. Genau. Ach ja, dann habe ich jetzt keinen Geiz mehr. Ja. Dann ist ja alles gut. Geiz erfolgreich bekämpft und es ja, wird und auch erfolgreich nach Hause gefunden und nicht gestorben. Wie gut wir sind. Ja, ein Traum. Schnell die Diamanten ablegen. Oh ja, schnell überhaupt alles ablegen. Die unendlichen Eins. Ja, haben wir noch irgendwie andere Truhen? Ja, hier ist eine. Hier ist die Edelsteinkiste. Ja gut, die ist bestimmt gleich voll, oder? Ach nö, geht noch. Erstmal ein bisschen unsortiert reinklatschen. Kann ich dir ja vom Kopf hauen, die Kiste. Aber das Buch sollte eigentlich gar nicht da rein. Edelsteinkiste und dann sind da erstmal Angeln drin und Sachen und Wolle. Ja, ist schon klar. Das kommt woanders hin. Den habe ich noch. Und das war's, glaube ich. Mehr habe ich nicht anzubieten. Kohle. Ah, jetzt habe ich noch irgendwas. Ja, Cobblestone kann ich noch einen reinpacken. Und ja. Achso, ich kann ja eigentlich mal gleich ein bisschen was von dem Eisen in den Ofen hauen. Gut. Gut. Dann haben wir ja schon mal schön Ressourcen jetzt nach oben gebracht. Ja, das stimmt. Mushrooms sind was zu essen, genauso wie Weed. Im Übrigen. Ja, da können wir uns bald noch ein paar Brote draus backen. Ja, aber wir haben eine Essenskiste in der Küche. Ach so, ich hab da jetzt nicht drauf geachtet, aber da war auch schon Weizen drin, also oh, dann ich war nicht alleine schuld. Ja, dann war das meine Schuld, dann tut es mir leid. Dann habe ich das nämlich vergessen zu sortieren entsprechend. Kann passieren. So, Kakao ist auch was zu essen. Wo hast du denn das Buch hingepackt? Ach, mir geht's wieder ganz gut. Ich habe schon wieder Level 17 und viele Items. Ja. Wird Zeit für den nächsten Tod, ne? Ja, wird Zeit. Das ist ja schon beängstigend hier. Das Buch hast du gefunden, ne? Ja. Gut. Ich habe auch eins. Die Pflänzchen, die sind so schön. Ja, cool, ne? Das ist, auch eine tolle Sache. Und ich mag den Kühlschrank natürlich. Los, gib mal her einen Apfel. Yeah. Ja, auch mal einen. Schön. Nam, 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 Apfel. Du musst natürlich gleich wieder alles auffuttern. Was? Ich habe einen genommen. Aber mir geht's noch gut. Ich brauche jetzt gerade nichts zu essen. Machen wir mal. Ja, schlafen. Licht an und ins Bett. Oh, das Licht habe ich vergessen. Mann, ist das lange her, dass wir hier im Bett lagen. Vor allen Dingen, eigentlich ist es auch völlig unsinnig, das Licht anzumachen, wenn man sich hinlegt. Ja. Wir machen es echt genau andersrum. Oh Mann. Naja, es gibt ja Leute, die können mit Licht besser schlafen oder so. Genau. So, dann wird es jetzt ja Zeit, ganz viele Bäume zu killen. Ja, drei Kisten haben wir noch hier in der Kiste. Drei Kisten haben wir in der Kiste? Ja, ach so, ich verstehe, was du meinst. ja, aber ich brauche auch allgemein noch Holz, weil ich hier unten noch nicht ganz fertig war. Fast, aber ja, ein bisschen Holz haben wir ja auch noch.
aber du kannst ruhig noch welche schlagen. Wir haben auch gar keine Erde mehr. Ich habe alle Erde verbraucht. Ich habe sogar noch ganz viel. Ich muss ja den Boden auch noch holzen. Obwohl. Guck mal, was unsere Felder sagen. Creeper! Auch nö, ne? Oh ja. Hier sind ein paar Bäume gewachsen. Das ist nett. Aber viele sind es ja auch noch nicht. Du Lebkuchen-Creeper! Aber anscheinend sind so ziemlich alle gewachsen, wo ich Fackeln hingestellt habe. Aber manche Fackeln sind auch einsam. Ohne Bäume. Verdammt. Und ohne Setzlinge. Hä? Wo sind sie hin? Mystisch. Huh. Glück hat Lilly das nicht mitbekommen. Irgendwas ist explodiert bei dir. Kann das sein? Nö. Ich kriege das, alles mit. Das war nur im Lied, weißt du? Das, auch wenn du denkst, ich bekomme nichts mit. Ich merke alles. Das wäre meine Neuerung. Hey. Mann, du bist wieder ganz schön frech heute. Freches Hoppelhäschen. Nein. Das macht's nicht besser gerade, was ich hier tue. Nö, genau, cool. Nö. Vielleicht nicht. Gibt's da noch irgendwas, was dir spontan einfällt, was wir unsere Zuschauer mal fragen könnten? Nö. Oh Gott, wie sieht denn das Dach aus? Ja, das ist noch im Aufbau. Voller Erde. Ein Kackdach. Nein, okay. Weißt du nicht, wie bei dir das eingestellt ist, ja? Weil du jetzt zum Beispiel mal hier nach vorne kommst. Ach, du bist da hinten, bleib da. Ja. Das wächst ja komplett mit Gras zu. Das musst du mal anschauen, ob dir das gefällt. Ansonsten brauche ich da nämlich nicht weitermachen und dann kann ich das auch was anderem machen. Was meinst du jetzt genau? Du meinst hier, wenn nicht das Dach, oder? Wenn du zu den Birken kommst, hier, in der kleinen Birkenwelt. Das soll nicht aus Gras sein. Komm mal her. Ja, komm mal hin. Ja, das musst du ja sagen. Dann sieht das hier halt so aus wie so ein Reetdach. Aber wenn du sagst, das gefällt dir nicht, dann mache ich das anders. Das sieht aus wie eine Hobbithütte. Nicht wegen Hobbithütten, genau. Aber. Genau. Ich habe lieber Hobbithöhlen als Hobbithütten. Oh, wie schön. Ist das alles fertig? Was? Da wird man ja irre von, vom ganzen Weizen. Bei mir gab es jetzt vermutlich im Video eine kurze Unterbrechung. Oh. Alles nicht schlimm. Mein irgendein Programm ist abgestürzt. Ups. Ja, kann passieren. So. Nur deswegen ist Minecraft rausgetappt und ja. Oh, okay. Ich helfe dir jetzt mal hier ein bisschen. Mal spannend, wie sich das jetzt in dem das war schon. Video macht. Ja, es könnte sein, dass Fraps abgebrochen ist und neu aufnimmt jetzt. Und ja. Das dann zusammen rendern muss. Ups, so. Zuckerrohr. Ja, dann können wir bald Kuchen backen. Schleims hinter mir. Ach, ich hab keinen Bock auf Schleim killen. Ach da, er hat eine Sonnenbrille auf. Wie geil. Er sieht ziemlich cool und lässig aus. Sonnenbrillen machen halt cool und lässig. Ja, irgendwie schon. Ja, liebe Kinder, cool und lässig, so seht ihr durch Sonnenbrillen aus, nicht durch Zigaretten. Genau. Oh, das war schon wieder mit dem Weizen. So, dann können wir ja mal direkt, oder kann ich ja mal direkt ein paar Schafe wieder poppen lassen. Was? Und ein paar Kühe und so. Was? Ja, die Zucht, sie muss ja auch vorangetrieben werden. Getrieben im wahrsten Sinne des Wortes. Hey, bleib hier drin. Wir schauen Kinder zu. So, ihr Schäfchen, du möchtest bestimmt mit dem. Und du kannst mit dem. Und du mit der. Und du mit der. So. Du hast Ausdrucksweisen. Ich glaube, es wird gleich sehr voll hier werden. Es geht ja so herrlich schnell. Starrt mich nicht so an, ihr kriegt keinen Weißen, ihr seid noch zu klein, um solche Dinge zu tun. Nee, ist nicht. Ja, so. Wieso höre ich hier die ganze Zeit überhaupt einen Zombie? Vielleicht ist da unter der Erde einer. In einer nahegelegenen Höhle oder so. Stimmt, unter der Erde. Boah, ist der laut. Ich schau mal lieber ab. Achso. Ja, jetzt guckt ihr mich nicht mehr an, ne? Nur weil ich auf einmal ein Schwert in der Hand habe. Ja, den würde ich dir auch nicht angucken. Ja, ich glaube, wir müssen das Gatter auch bald ein bisschen vergrößern oder so. Ja. Wir können ein eigenes Schafgatter, eigenes Kuhgatter. Genau. Tiere auch trennen. Genau, das wäre auch, glaube ich, besser.
Rassentrennung. Yeah. Oh Gott, hier findet man den Eingang schon kaum, weil da voll viele Ranken am Haus sind. Aber es ist schön. Dann mache ich das Dach anders. Mal gucken, wie ich das denn mache. Dann brauche ich noch mehr Holz. Ich mache Birkenholz. Oh. Ja, mal was anderes dann. Ach, genau. Wir haben ja leider noch keine Pinien. Ja, das stimmt. Weil Zuckerrohr so, eigentlich nicht wirklich Essen ist. Tja, egal. Ja, noch ein paar Kekse. Oder möchtest du Brot haben? Was möchtest du lieber haben? Brot oder Kekse? Ich habe mir gerade schon 3 Brote gemacht, also nehme ich auch gerne Kekse. Die fehlen mir dann noch. Ja, pass auf, bleib hier stehen. Da. Yippie, Kekse. Wow, 64. Genau. Die hätte ich jetzt gerne in echt. 64 Cookies wäre schon, ja. Ich glaub, oh, ich habe Brot gebacken. So. Erste Mal Brot gebacken angeblich. Yeah. Laut Minecraft. Wurde ja mal Zeit. Ja. So, jetzt habe ich auch wieder genug Holz für meinen Keller. Das ist auch schön. Eine Axt dabei, aber ja, aber die ist gleich kaputt. Aber das mit. Ach, so viel ist es auch nicht. Hier noch eine Axt. Nein. Aber hier kann ich mal die Ho wieder reinlegen. Haben wir Clean Stones? Nee, noch nicht. Ah, schade. Aber ich kann mal einen Ofen dafür verwenden. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Noch ganz kurz warten, der Ofen ist noch am Braten vom Eisen. Wieso haben wir denn nur einen? Wir haben ja noch einen Ofen. Ich wollte gerade sagen, also. Ein Ofen wäre auch sehr untypisch bei mir. Ich habe immer viele Öfen. So, der Küchenofen macht jetzt Cleanstone. Okay, gut. Das hole ich mir dann gleich ab. Genau. Ich bin so dumm. Das hast du gesagt. Es ist ja auch eine Tatsache. Das hast auch du gesagt. Und nochmal. Baum sieht komisch aus. Hallo Birke. Tschüss Birke. Habe ich eine Schaufel? Ja. Sehr schön. Aber es ist schon mal schön, dass das Dach denn, beziehungsweise das Haus denn nach Hobbithöhle aussah, weil genau das war das Ziel. Aber wenn es dir nicht gefällt, ist es kein Problem. Ja, aber es sieht nach Hobbithaus aus, aber ich möchte eine Hobbithöhle irgendwann mal haben. Also ein Haus in eine Höhle richtig reingebaut. Ja. Ganz das glatt. Können wir auch irgendwann noch machen dann? Nein! Ja, das ist ja das Schöne, man kann ja ständig neue Sachen bauen. Das stimmt. Was denn? Was denn passiert? Ich verklick mich immer ganz schnell und baue ganz viel Holz irgendwo hin, wo ich eigentlich nur ein bisschen Erde abbauen wollte. Ach so. Das Übliche. Das passiert. Ja. So. Mystische Musik gerade bei mir, die viel besser in die Höhle gepasst hätte. Ja, wer weiß, aber ich meine, auch so eine Höhle ausbauen, also so einen Keller ausbauen, ist auch sehr mystisch. Ich bin gerade an der Tagesoberfläche. So eine Tagesoberfläche ist auch sehr mystisch. Weil das Wort schon wieder Tagesoberfläche. Stimmt. Das ist auch schön, wieder eine Eigenkreation. Die Tagesoberfläche, es gibt auch eine Tagesunterfläche. Ja, genau, da waren wir gerade. Genau. Oh Mann. Schlimm mit uns. Ich möchte den Baum hier nicht zerstören, aber ich komme da nicht ran. Will nicht. Naja, ein bisschen muss ich kaputt machen. Man kann ja manchmal zur Not auch man Opfer bringen. Genau. Du kannst dir einen Baum auch, wenn du eine Schere hast. Wird jetzt schon wieder Nacht? Oh, es wird schon wieder Nacht. Na, ich habe keine Schere mehr, leider. Du lässt auch grundsätzlich gerne Bäume einfach so offen stehen, ne? Oder war ich das? Ach, das war ich, glaube ich, als ich das eine Mal rauskommen musste aus dem Baum für eine. Ich lasse Bäume offen stehen. Was? Ich kann dir nicht folgen. Hier neben der Pilzhütte ist nur noch eine Baumkrone, die schwebt. Ach so, meinst du das? Ja. Nee, das war ich bestimmt, weil hier zum Beispiel ist noch Holz dran. Deswegen geht der wahrscheinlich nicht ganz weg. Und ja, weil ich keine Schere habe im Moment. Ich muss mir erst eine machen. Das ist mir sonst zu viel Verschwendung. Wieso? Macht er mit der Hand oder mit dem Stück Brot oder so?
Könnte ich zwar, aber leider passiert mir es immer, dass ich das mit der Axt mache. Oh. Weil ich einfach unfähig bin. Das hast du gesagt. Oh, es wird wirklich Nacht, aber ich möchte gerne den Eingang hier gerade fertig haben. Wenn ich die Folge benennen darf, nenne ich sie auch so. Lilly ist unfähig, oder was? Nein, das hast du gesagt. Ach so. Ja, auch schön. Wenn du sie benennen darfst, wird sie Lillys unfähig heißen. Na, vielleicht wird sie auch irgendwas mit Kaninchen heißen, man weiß es nicht. So, ich wollte ja noch ganz schnell, solange noch Tag ist, neue Bäume pflanzen. Dann hier gerade wieder um die Ecke laufen. Neue Birken pflanzen, auf das ich baldigst neue Birken ernten. Ich brauche mindestens 2 Türen und die Clean Stones. Türen haben wir noch 2, 3 in der Truhe. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Ich hatte ja auch extra viele gemacht. Und Clean Stones, seid ihr hier? Oh Gott, 8 Stück hätten gereicht, aber Dankeschön. Ja, man kann nie genügend Clean Stone haben. Das stimmt auch wieder. So, dann kann ich das da oben nochmal dicht machen. Nein, so nicht. Geht das überhaupt, wenn da eine Treppenstufe ist? Ich glaube, ich muss das... Oh! Zombie? Irgendwo an der Tür? Ja, bestimmt unten in der Höhle. Super. Dass sie eigentlich ein einziges Mal in Ruhe lassen können. Guck mal nach. Mach das. Wo hier randaliert wird. Hallo, der Herr. Ist der Herr. Ich höre ihn nicht mehr. Ja. Ich hab, er wollte uns eine Zeitung verkaufen. Ach so, okay. Und ich habe ihn wieder nach Hause geschickt, weil Zeitungen... Der Arme. Hoffe ich nicht. Jetzt ist er bestimmt todunglücklich. Primär Ersteres. Ach, hier brauche ich ja gar keine Cleanies. Wir sollten uns wirklich baldigst ein Enchantment Table kaufen. Kaufen? Ja, bauen. Ich war verwirrt. Ich bin Level 36. Yeah. Es wäre sehr unschön, wenn ich jetzt über die Wupper gehe. Das stimmt. So, fertig. Naja, bis auf die Drohnen, aber die kommen dann in der nächsten Folge. Ich habe nämlich den Boden jetzt mit Cleanies gelassen, weil hier eh gerade alles so cleanig ist. Ja. Aber nur bis da vorne. Aber hier fehlt irgendwie noch ein bisschen Licht, ne? Generell hier so. Ja, das kommt alles noch. Ich arbeite noch daran. Das dauert alles noch. Hier kann man entlang und dann hinaus. Oh. Ja, cool. Mit einer Doppeltür. Und hier mache ich. Aber kann man leider keine Plates hinmachen. Na, dann baue ich ihn noch ein weiter nach vorne, ist egal. Ja. Ich wollte nämlich eigentlich schon welche hinmachen. Aber wir überschreiten schon wieder seit fast 4 Minuten, deswegen. Sollten wir die Folge langsam beenden? Dann lass uns mal einfach ins Bett hier gehen. Im Keller oder so. Oder im Keller, dann gehen wir mal hier im Keller. Mit dann... Zombie-Geräuschen. Genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. So rum, da sollte das S sein. Ja, das hoffen wir wirklich. Wir sehen uns dann wieder. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.